Okay. So, warte mal, kannst du das mal sehen? So, doch. Das passt schon. Gut. Also, was ist unsere nächste Aufgabe? Wir möchten ein Modell finden. Ja? Wir haben das bei den gleichförmigen Bewegungen gemacht. Und wir haben da ein relativ gutes Modell gefunden. Ja? Das war der lineare Funktion. Die lineare Funktion hat unsere gleichförmige Bewegung relativ gut abgebildet. Ja? Also unser Zeitwegdiagramm zeigte uns eine gerade Linie. Ja? Eine lineare Funktion hat auch ein Graph von einer geraden Linie. Passt super. Okay? Also wir können die lineare Funktion benutzen, ja, als Modell der gleichförmigen Bewegung zu beschreiben. Und das ist jetzt auch hier unser Wunsch, ja, ein Modell zu finden. Ja. Nennen wir es einfach als Modell. Modellfindung, ja, Modellfindung. Wir möchten ein Modell finden. Ja. Und fangen wir an mit der linearen Funktion. Wir sind in der 9. Klasse, wir haben nicht viel Auswahl. Wie viel, Mauro, wie viele Funktionen kennen wir? Zwei. Ja, wir haben die lineare Funktion. Und wir haben die quadratische Funktion. So. Und als kleine Gedankenübung, ja, nehmen wir mal die lineare Funktion. Funktion, kürze ab. Ja. Und nimm mal, ich gebe dir jetzt eine Hilfe. Ja. Ich gebe dir eine konkrete lineare Funktion, so, es sollte so aussehen, also der Weg ist gleich eine halbe mal die Zeit. Ja? Das ist eine lineare Funktion, sieht so aus, ja, also y und x wären normalerweise in der Mathematikstunde. Ja. Leg mal den Graph von dieser Funktion in deinem Koordinatensystem. Und versuche, das zu interpretieren und zu begründen, warum? Warum passt das nicht? Warum kann das nicht passen? Warum wäre dieses Modell nicht geeignet? Okay? Aufgabe 1. Die Aufgabe 2, nehmen wir unsere quadratische Funktion. Wir wollen hier das Leben ein bisschen einfacher machen. Okay? Also wir nehmen jetzt nicht die allgemeine Form von der quadratischen Funktion, ja? Sondern eine einfache Version. Also, der Weg ist irgendwie t hoch 2, es muss quadratisch sein. So, und jetzt haben wir irgendwo hier noch genauso wie bei der linearen Funktion, irgendwie ein Zahl, ein Kombi, nennen wir das ein Konstante, ja, oder Koeffizient. Ja. Wir kennen das nicht. Nennen wir das zum Beispiel k. Folgendes. Aufgabe 1. Du rechnest hier die Wertetabelle für unterschiedliche k's raus. Okay? Okay. Also, kannst du es hier sehen? Hier, ja, okay. Du
was hier die Zeit, ja, die T, ja. Und jetzt berechnest du hier den S. Ja. Also die S ist hier K T hoch 2. Ja. So. Wenn zum Beispiel K1 ist, dann ist das ganz easy. Ja. Das ist einfach unsere berühmte Parabel. Ja. 1, 1 hoch 2, 2, 2 hoch 2, 3, 3 hoch 2. Ja. So. Und dann schaust du das mal an. Wie passt das? Hm. Wird nicht passen. Dann nimmst du eine andere K. Hm? Kannst du es zum Beispiel mit Bleistift machen. Ja? Damit, also du machst dein Koordinatensystem schön mit Kugelschreiber, ja? Also die Punkte. Ja, und dann probierst du hier auflegen ein Parabel. In Optimalfall macht man das natürlich mit Computer und sowas und dann ganz easy, dann geht es ganz schnell oder sowas. Aber das lernen wir erstmal die Sachen vom Boden her. Ja? Okay? So, spiel mal damit. Ja, gut. Wenn du da irgendwie nicht weiterkommst und sagst, oh, aber das ist ja, nein, also können Sie mir einen Tipp geben, was könnte mal ungefähr diese K sein oder sowas, ja? Ja? Schickst du mir eine Schulcloud-Nachricht und dann reden wir darüber, ja? Und dann, auch, ihr seid auch ein Forschungsteam, ja? Ihr seid nicht allein, ja? Einer kann das ausprobieren, anderer kann das ausprobieren, die könntet ihr eigentlich gleichzeitig, ihr seid wie viele, 18 Leute, 17 Leute in der Bande, ja, 17, gleichzeitig 17 Ks ausprobieren, ja, hey, bleibt mal erstmal auf dem natürliche Zahlen, ja, also nicht reelle Zahlen, ja, also K ist irgendwie, probiert mal einen K, sollte irgendwie in der Menge der natürlichen Zahlen sein. Okay, ist das klar, Leben? Ja, das wäre jetzt unser nächster Schritt. Bin immer neugierig, wohin hier kommt. Ja? Also wünsche ich noch einen schönen Tag und wir sehen einander morgen oder übermorgen. Bis dann, ja? Tschüssi.